Bau mal bitte eine Stadt mit einem Riesenkreis und dann weitere, die innen immer kleiner werden. Na, aber gerne doch. Wir benutzen unsere alte Kreisverkehr-Map als finanzielle Grundlage. Symmetrischer bekomme ich es nicht hin. Also ein Schönheitspreis gewinnt das nicht. Die Straße in der Mitte ist ganz wichtig. Man muss einmal um den ganzen Kreis herumfahren, um eine Stage nach innen zu fahren und dann wieder ganz auf die andere Seite, um die nächste zu fahren. Für die Effizienz dieser Stadt stehe ich mit meinem Namen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man dann aus der Mitte wieder herauskommt. Immerhin sind das hier alles Einbahnstraßen. Natürlich über einen praktischen Tunnel, der wieder komplett an den Anfang führt. Einrichtungen wie Krankenhäuser kommen so einfach nirgends hin. Wieso fahren hier so viele Krankenwägen? Hier wohnt noch niemand. Wenn ein Arzt hier einen Patienten abholen will, muss er halt einmal alle diese Straßen entlang fahren, dann aus der Stadt raus, einmal um das komplette Spielfeld herum und auf der anderen Seite wieder rein. Das nenne ich Effizienz. Deswegen wird auch bei niemandem der Müll abgeholt. Eventuell fängt der Verkehr an zu strugglen. Das hier wird einfach mein U-Bahn-System. Wir sind schon wieder Millionär. Warum funktioniert die Scheiße immer? Wieso verrecken alle?